Von Public Relations besorgt, modern gesprochen. Aber es gibt wiederum kein Anzeichen dafür, dass er sich an all dem, was da aufgebaut worden ist, persönlich beteiligt hätte. Die Weltherrschaft liegt in Karls Griffweite. Doch er interessiert sich nicht dafür. Niemand ist der Weltbeherrschung mehr so nahe gekommen wie er. Amerika, die neue Welt. Die Begeisterung über diese Entdeckung ist in Europa grenzenlos. Die Nachricht über die Existenz eines neuen Kontinents breitet sich wie ein Lauffeuer zum spanischen Königshof aus. Amerika besticht durch seine Exotik und durch seinen Reichtum. Scheinbar nicht enden wollende Mengen an Gold und Silber bringen die spanischen Konquistadoren nach Hause. Diese Schätze fließen in Karls Kriegskasse. Hätte Karl Amerika nicht gehabt, hätte er wahrscheinlich seine Kriege nicht führen können in der Art und Weise, wie er es gemacht hat. Es wäre ihm das Geld ausgegangen. Denn das, was aus Amerika doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit kommt, ist das Geld, beziehungsweise besser gesagt das Silber, sind die Silberflotten, die es dem Kaiser möglich machen, seine Gläubiger zufriedenzustellen, die Kriege zu finanzieren, die Politik überhaupt. Doch Amerika bereitet Karl auch Probleme. Die Einheimischen, Indios nennen sie die Spanier, sind gegen die europäischen Krankheiten nicht immun und sterben massenweise an den eingeschleppten Viren. Blühende Hochkulturen, wie die der Inkas und der Azteken, werden auf diese Weise zerstört. Die Spanier waren in ihrer Gier nach Edelmetall schier unersättlich. Nicht genug, dass sie alle Tempelschätze plünderten und alles das, was sie in den Herrschaftssitzen fanden. Sie setzten auch die Bergwerke wieder in Betrieb und dazu benötigten sie Arbeitskräfte. Nun erwiesen sich die Indios als Bergleute entweder zu schwach oder vielleicht auch zu unwillig. Sie waren anfällig und in ihrem Interesse bat ihr Missionar Bartolomeo de las Casas den Kaiser um die Einfuhr von fremden Arbeitskräften, von Negern aus Afrika. Schwarze aus Guinea werden nach Amerika verschifft, um die Indios bei der harten Arbeit abzulösen. Am Anfang der amerikanischen Sklaverei steht Karl V. Er erlaubte diese Transporte und fortan begann sich die Population von Negersklaven im Lauf der Jahrhunderte und vom Süden her immer weiter auszubreiten. Karl, der Begründer der modernen Sklavenwirtschaft. Pavia, Norditalien. Zwei Großmächte rüsten zum Showdown. Der König von Frankreich fordert Kaiser Karl V. heraus. Die Kaiserlichen sind im Besitz der strategisch bedeutenden Stadt. Die Franzosen sind vor der Stadtmauer in Stellung gegangen. Der französische Angriff steht jederzeit bevor. Karl sendet ein Entsatzheer nach Pavia, das sich mit seinen Truppen in der Stadt vereinigt.
Diese Gelegenheit will der französische König nutzen. Gegen den Rat seiner Offiziere verlässt er die sichere Stellung und attackiert Karls Truppen. Doch der französische König begeht einen schweren taktischen Fehler. Er lässt die französische Kavallerie zu früh ins Feld reiten. Die französische Artillerie muss das Feuer einstellen, um nicht auf die eigenen Truppen zu schießen. Pavia wird für die Franzosen zum Fiasko. Die Kaiserlichen können ihren Vorteil voll ausspielen. Die Gewehrschützen, die Arkebusiere, reiben die französische Reiterei auf. Pavia ist die erste Schlacht, die durch das Gewehr entschieden wird. Die Schweizer Söldner des französischen Königs laufen um das nackte Leben. Die französische Truppe ergreift die Flucht. Nicht einmal die Zivilisten im Gefolge werden verschont. Die Niederlage ist perfekt, als noch der französische König in Gefangenschaft gerät. Die Nachricht macht schnell die Runde. Karl hat es vorgezogen, die Schlacht vom sicheren Madrid aus zu verfolgen. Seinen prominenten Gefangenen, König Franz I., lässt er in Spanien festsetzen. Karl hat ihn dort schmoren lassen, er hat ihn nicht gleich empfangen. Karl hat sich aber letzten Endes auf das Ehrenwort verlassen und den französischen König über die Grenze ziehen lassen. Karl hätte aus der Gefangennahme des französischen Königs mehr machen können im Sinne der Durchsetzung seiner Ziele. Und die waren sehr hoch gesteckt. Im Vertrag von Madrid schwächt Karl Frankreich substanziell. Der französische König unterschreibt und geht frei. Karls Großkanzler Gattinara ist über Karls Vertrauensseligkeit empört. Der Großkanzler Gattinara hat bei der Gelegenheit, das ist eine unglaubliche Sache, die Loyalität verweigert und hat sein Siegel zurückgegeben, hat den Vertrag von Madrid nicht unterschrieben. Karls Großkanzler behält Recht. Kaum in Freiheit erklärt der französische König den Vertrag von Madrid für null und nichtig. Wir werden niemals feststellen können, wie weit Karl tatsächlich das königliche Ehrenwort für eine feste Garantie genommen hat. Seine Enttäuschung hat er nachher in diesem Sinne ausgedrückt. Als Politiker erweist er sich dabei ungewöhnlich naiv. Das ist ein Grundzug seiner gesamten Politik. Hier paaren sich Konsequenz und Naivität und man muss ihn bei Weitem nicht für einen guten Politiker halten. Europas Reiserouten. Kaum jemand kennt sie besser als Karl. Er ist der letzte Kaiser ohne feste Residenz. Alles ist tragbar in diesem Leben. Selbst der Altar ist ein Reisealtar. Karl gehört zu den letzten, nein, er ist der letzte reisende römisch-deutsche König und Kaiser. Es gab keine Hauptstadt in Deutschland. Der Kaiser und König musste unterwegs sein, um jeweils an Ort und Stelle Geschäfte zu entscheiden. Karl reiste unendlich viel, aber
seine Reiche waren weit ausgedehnter als bei seinen Vorgängern, sodass er ohne ein Nachrichtensystem, ohne Kuriere nicht auskam. Mit dieser Kuriertätigkeit wird die Familie von Turn und Taxis beauftragt. Ihnen wurde die kaiserliche Post anvertraut. Zum Zeichen dessen übernahmen sie auch die kaiserlichen Farben, schwarz-gelb, die ein rechtschaffenes Postamt noch heute trägt. Der Reisekaiser wechselt zwischen seinen Residenzen. Im spanischen Toledo lässt er den Alcázar für seine Bedürfnisse umbauen. Massiv thront die Festung über der Stadt. Hinter dieser strengen Fassade lebt Karl, wenn er sich in Toledo aufhält. Doch woanders hat Karl sein wichtigstes Bauwerk hinterlassen, in Südspanien, in Granada. Die Alhambra hat den Arabern, den Masriden, jahrhundertelang als Residenz gedient. Sie zählt zu den eindrucksvollsten Palastburgen der Welt. In 1492 wurden die Araber aus Granada vertrieben. In die unbesetzte arabische Residenz setzt Karl V. seinen eigenen wuchtigen Palast. Im Grundriss, außen quadratisch und innen kreisförmig, steht der Renaissance-Palast gewollt im Gegensatz zu der arabischen Architektur. Der Palast ist von seiner Architektur her außergewöhnlich. Es ist der einzige Palast in einer Renaissance-Architektur dieser Art. Es ist ein Unikum in Spanien, man kann ihn kunsthistorisch so schwer einordnen. Karl lässt sich den Palast von den in Spanien verbliebenen Arabern mitfinanzieren. Doch die Bauarbeiten ziehen sich in die Länge und Karl stirbt vor der Fertigstellung. Residiert hat er hier nie. Zweiten Kaiser gibt es zu jener Zeit neben Karl dem V., den Herrscher des Osmanenreiches, Sultan Suleiman den Prächtigen. Er sieht sich ebenso wie der europäische Kaiser als Weltenherrscher an und nennt sich Imperator. Seinem Gegenspieler Karl dem V. gesteht der Sultan diesen Titel nicht zu. Man hat in Konstantinopel vermieden, den Titel des Kaisers in den Mund zu nehmen, auch in Briefen zu verwenden, und hat Karl, das die Möglichkeit hatte man ja dann, als König von Spanien etwa tituliert. Die Osmanen haben das alte christliche Byzanz erobert und rüsten zum Sturm auf das Habsburgerreich. Als sie vor Wien stehen, sieht Karl die Chance zu einer historischen Konfrontation. In offener Feldschlacht will er den Ungläubigen entgegentreten. Karl kommt dafür eigens nach Wien. Allerdings, er kommt um ein paar Tage zu spät. Der Sultan hat die Gefahr erkannt und rechtzeitig den Rückzug befohlen. Karl bleibt nicht mehr zu tun, als die imposante Reichsarmee aufzulösen. Doch Karl wird seinen Kreuzzug führen. Im Mittelmeer machen die Osmanen den Spaniern die Vorherrschaft streitig. Die türkische Flotte ist unter den aragonesischen Kaufleuten gefürchtet. Karl beschließt, reinen Tisch zu machen und rüstet zum Krieg. Die Expedition nach Nordafrika soll unter dem Schutz der apokalyptischen Madonna stehen.
Das Unternehmen gewinnt gigantische Ausmaße. Karl bietet 2 Flotten und eine beeindruckende Landarmee auf. Erstmals in der Geschichte operieren Land- und Seestreitkräfte gemeinsam. In Barcelona mustert Karl sein Heer. Von Sizilien aus setzt die Truppe nach Nordafrika über. Die genuesische Flotte kommandiert der gefürchtetste Admiral jener Epoche, Andrea Doria. Den Oberbefehl hat Karl selbst inne. Es ist das erste Mal, dass er den Feldherrnstab führt. 35 Jahre musste er dazu alt werden. Es ist erstaunlich, dass Karl V. erst mit 35 Jahren das erste Mal als Feldherr auftritt, als Feldherr agiert und persönlich in die Schlacht zieht und nach Tunis fährt. In Tunis haben die Osmanen einen mächtigen Verbündeten gefunden, den Griechen Chairedin Barbarossa, der sich vermessen mit dem Namen des mittelalterlichen Kaisers schmückt. In der Bucht von La Goleta stoßen die Kaiserlichen auf den ersten Widerstand. Vor den Ruinen des alten Karthago muss Chairedin Barbarossa, der Verbündete des Sultans, seine erste Niederlage einstecken. Auch die Spanier entrichten Blutzoll. Doch die kaiserliche Übermacht drängt Barbarossas Truppen nach Tunis zurück. Vor Tunis führt Karl seine Armee in die Entscheidungsschlacht. Wird genommen, aber Chairedin Barbarossa kann fliehen. Karls Sieg ist nur ein halber. Immerhin hat Karl die feindliche Truppe besiegt und tausende versklavte Christen befreit. Die Strapazen für die Truppe waren enorm. Nordafrika im Hochsommer. Selbst schweres Gerät musste im Wüstensand von Hand gezogen werden. Und über genügend Trinkwasser verfügten nur die Feinde. Aus der Tunis-Expedition macht die habsburgische Propaganda einen weltgeschichtlichen Sieg des Christentums über den Islam. Man konnte aus Tunis einen Mythos machen, den Mythos vom unbesiegbaren Kaiser. Man konnte alle jene sozusagen warnen, die sich dem Willen des Kaisers entziehen. Passt auf, es geht euch so wie denen in Tunis. Nach Tunis hat Karl einen Kriegsberichterstatter mitgenommen, den Maler Jan Vermeyen, hier links. Vermeyen begleitet den kaiserlichen Tross und hält die Kriegsereignisse minutiös fest. Auch sich selbst hat er abgebildet. Nach seiner Rückkehr fertigt er 12 riesige Kartons über die Tunis-Expedition an. Sie zählen heute zu den beeindruckendsten Schaustücken des Wiener Kunsthistorischen Museums. Die Kartons von Vermeyen bilden die Vorlage für kostbare Teppiche. Die ganze Welt erfährt auf diese Weise, Karl V. hat den Feldherrnstab geführt und das Kriegsglück ist auf seiner Seite gewesen. Musik
Dazu muss man wissen, dass die Tapisserie ja nicht ein Ausstattungsstück gewesen ist, das immer am selben Ort verblieben ist, sondern dieser Behang wurde je nach Bedarf, je nach Ereignis, je nach Festivität von einem Palast zum nächsten getragen und hat dort dann einem besonders großen Publikum als Schaustück gedient und die Propagandawirkung auf diese Weise sehr stark erhöht. Die habsburgische Propaganda ist sicher eine der besten, die es damals gegeben hat. Das heißt nicht, dass andere auch Propaganda gemacht haben, auch erfolgreich Propaganda. Aber die habsburgische Propaganda ist so raffiniert, dass sie auch heute noch von zahlreichen Historikern nicht durchschaut wird. Die deutsche Kirche ist gespalten. Martin Luther zieht mit seinen reformatorischen Ideen immer mehr Gläubige an. Auf dem Wormser Reichstag stellt Karl Luther zur Rede und verwirft seine Lehren als Ketzerei. Doch der Kaiser lässt Luther unter freiem Geleit abziehen. Als auch die mächtigsten deutschen Fürsten zum Protestantismus übertreten, setzt Karl zum Vernichtungsschlag an. Bei Mühlberg an der Elbe erleiden die Protestanten eine schwere Niederlage. Karl durchquert mit seiner Armee den Fluss und überrascht den Feind. Dieses Manöver bringt den Sieg. Seine unterlegenen Feinde demütigt und erniedrigt Karl. Der Johann Friedrich von Sachsen, der ja auch von Tizian porträtiert wird, wird so im Stil eines antiken Barbaren jahrelang mitgeführt, muss mit dem Kaiserhof ziehen. Das ist fast so wie bei einem Zirkusbären. Vergleich sei mir erlaubt, der da in der Öffentlichkeit herumgezeigt wird. Aber mit dem Schwert lässt sich eine Konfession nicht ausrotten. Karls Bruder Ferdinand bleibt keine andere Wahl, als mit den Protestanten einen ewigen Frieden auszuhandeln, den Augsburger Religionsfrieden. Karl verwindet diese Lösung nicht. Er wird das Kaisertum an seinen Bruder abgeben. Karl hat bis in seine letzten Tage nicht aufgehört, die Lutheraner für Ketzer zu halten, die man umbringen müsste. Auch in diesem Zusammenhang war er gescheitert. Die Macht hat Karls Leben bestimmt, doch er entsagt ihr freiwillig. Es ist natürlich das Erstaunliche und Faszinierende, dass der mächtigste Kaiser der Geschichte, wenn wir etwas übertrieben sagen wollen, dass gerade der zurückgetreten ist. Das ist doch eine unglaubliche Angelegenheit. Das würde man ihm gerade nicht erwarten. Ein Kaiser, der zurücktritt. Ein Unikum in der europäischen Geschichte. Karl zieht sich in die Einsamkeit der spanischen Extremadura zurück. Zum Kloster San Jerónimo de Juste. San Juste hat Karl einmal besucht. Das ist ja ein Hieronymitenkloster. Und das war eine Gegend, die ihn sehr angesprochen hat in ihrer Einsamkeit. Er wollte in keine Stadt, er wollte die Ruhe haben. Das heißt, er musste sich aufs Land zurückziehen. Karl wird nicht zum Mönch, sondern lässt sich ans Kloster eine Villa anbauen. Der Umstand, dass er sich in San Juste eben nicht ins Kloster zurückgezogen hat, sondern sich dort eine zweistöckige Villa mit insgesamt 8 gewaltigen, gut ausgestatteten Räumen errichtet hat, zeigt doch, dass er sehr wohl ein Lebensgefühl praktiziert hat, das eben eines Kaisers würdig ist. Karl nimmt einen reduzierten Hofstaat mit sich und verbringt den Rest seines Lebens beschaulich. Auf diesem Sessel sitzt der Kaiser, vor dem die Welt gezittert hat. Es ist eine Spezialkonstruktion für den alten, schmerzgeplagten Mann. Jahrzehntelang hat Karl unter der Gicht gelitten.
sind zunächst einmal kurze Gichtanfälle, dann werden die Anfälle länger. Das heißt, Karl liegt wochenlang im Bett, wenn es ganz schlimm kommt. Er muss dann in Sänften getragen werden, aber Karl ist dann auch sehr aktiv, wenn er gesund ist und macht genau beim Essen den Unsinn, isst also gegen den Ratschlag seiner Ärzte alles Mögliche, was die Gicht wieder fördert, und trinkt das kalte Bier am Morgen, worüber sich die Ärzte immer sehr aufgeregt haben. Und dann kommt die nächste Gichtattacke. Viel Zeit verbringt er mit Lesen. Vor allem religiöse Literatur beschäftigt ihn. Und er pflegt eine Leidenschaft, die man dem mächtigsten Mann der Geschichte nicht zugetraut hätte. Uhren sammelt er und legt auch selbst Hand an, um sie zum Laufen zu bringen. Im Mikrokosmos verliert er sich, nachdem er dem Makrokosmos entsagt hat. Vergeblich versucht er, die Uhren im Gleichklang schlagen zu lassen. Uhren sind wie Menschen, sagt er. Die Erzählung, dass Kaiser Karl V. einmal voller Verzweiflung ausgerufen hat, wenn es mir nicht einmal gelingt, meine Uhren in Gleichklang zu bringen, wie soll ich dann mein Reich in Gleichklang bringen, hat sicher dazu beigetragen, dass seine Leidenschaft für Uhren auch in der Überlieferung, in der Nachwelt als besonders wichtig erachtet wurde. Wie in alten Jugendtagen liebt Karl die Jagd. Er ist aber zu gebrechlich, um selbst daran teilzunehmen. Sein Landhaus in Juste hatte einen kleinen Garten. Auch da belustigte er sich noch an Treibjagden, die er nur noch vom Fenster beobachtete. Und schließlich ließ er sich ein Bassin unterhalb seinem Fenster anlegen, damit er darin wenigstens noch nach Forellen angeln konnte. Auch das noch ein Griff nach dem Jagdglück. Karl hat nicht zufällig ein Kloster als Alterssitz gewählt. Sein Schlafzimmer ist so angelegt, dass er vom Bett aus den Hochaltar der Hieronymiten sehen kann. Karls Leben in San Juste ist von tiefer Religiosität geprägt. Sein Sohn Philipp II. Steht ganz in dieser Tradition. In seinem eigenen Königssitz, dem Escorial, wird Philipp II. Sein Bett ebenfalls so stellen, dass er auf den Hochaltar der Kirche sieht. Philipp II. Übergibt Karl die Macht dem Königreich Spanien. Wie in der Religiosität folgt Philipp auch in der Politik ganz den Vorgaben seines Vaters. Ein eindeutiges Verhältnis verbindet den Vater mit dem Sohn. Es war das der absoluten Unterwürfigkeit, das sicher, die so weit ging, armer Philipp, dass er die ältliche englische Königin heiratete. Also zweifellos stand er völlig unter der starken Hand des Vaters. Das würde ich meinen. Karl stirbt am 21. September 1558 in San Juste. Der Trauerzug, den Philipp II. Für seinen Vater in Brüssel ausrichten lässt, hätte aufwendiger nicht sein können. Mit Philipp setzt in Spanien ein fast religiöser Kult um Karl ein.
Im Trauerzug ist Philipp der Letzte mit schwarzer Kapuze. Karl V. liegt heute im Escorial begraben. Der Traum von der Weltherrschaft ist nicht mit ihm gestorben. Aber niemand ist ihm mehr so nahe gekommen wie er. Und so geht's weiter mit unserem Thema.